So, da bin ich wieder. Ganz kurz, ich glaube, der hier ist tatsächlich falsch rum. Geht zwar immer noch nicht. Aus irgendeinem Grund. Du. Perfekt, genau. Das ist die Schaltung, die ich brauche. Sauber, Alter. Richtig gut. Genau das ist das, was ich gebraucht habe. Du lebst noch, das ist sehr gut. Puh, gut. Wäre das ja schon mal geklärt, wenigstens. Alter. Wo waren das jetzt mit der. Du warst es, ne? Ja. So, dann müssen wir jetzt hier. Also erstmal da in dieses Loch kommt Erde rein. Wir wollen ja keine Lücken haben. Und hier muss dann Wasser hin. Und das Wasser muss genau. Genau, da in die Ecke. Und das fließt dann alles da in diesen. Dings. Okay, das ist die Schaltung, die wir brauchen. Und dann wird das immer automatisch rausgespuckt. Zack, zack, zack. Und sobald keine Eier mehr drin sind nachher, hört es einfach auf rauszuspucken. Und das ist doch eine gute Sache. Oder? Ich sehe nichts. So. Damit ich die Schaltung nicht wieder verpeile bis zum nächsten Mal, weil ich gleich aufhöre erstmal. So, das Wasser kommt jetzt natürlich hier unten raus. Das wollen wir nicht. Aber wenn wir das jetzt zumachen, dann passt es. So, und da kommt eine Truhe hin einfach. Erstmal. Die Eier, die möglicherweise das Huhn schon mal droppt, aufsammelt. Und dann können wir ja wenigstens auch schon mal sehr langsam von einem Huhn Eier farmen. Zack. Genau, wenn ich da jetzt irgendwas reinschmeiße. Ja, gut, das klappt damit natürlich nicht so gut. Dann müsste es da unten gleich in der Truhe landen. Genau. Und wir haben alles richtig gemacht. Sehr schön. Und du wächst jetzt gefälligst und legst Eier. Und diese Mechanik muss dann halt unterirdisch gebaut werden, damit die Eier, die dann von hier oben kommen, direkt in diesen Dispenser gehen, dann automatisch rausgefeuert werden in einen kleinen Aufenthaltsraum für Hühner. Eine Wachskabine. Eine Aufwachszelle, möchte ich fast sagen. Und sobald das Huhn gewachsen ist, wird es elendig verbrennen und wir bekommen das gebratene Fleisch. Und darum geht es im Endeffekt. Und Eier bekommen wir nebenbei auch noch, wobei die dann immer gleich rausgerotzt werden. Vielleicht machen wir das über zwei Truhen, dass es random ist, dass wir ein paar Eier auch behalten. Dass es also so aufgesplittet wird, weißt du? Also die Hälfte der Eier gehen dahin, die Hälfte der Eier gehen dahin. Die Eier werden rausgefeuert. Und die Eier kommen in eine Truhe, damit wir ein paar Eier behalten können. Um damit noch irgendwie was zu kochen oder so, keine Ahnung. Guti. Dann hätten wir das hier geklärt. Das ist übrigens auch sehr schön mit dem. Ich würde das gerne mal nur sehen mit dem Glowstone. Ohne irgendwelche Fackeln noch. Ob das halbwegs aussieht. Ja, doch, ist auch gut beleuchtet, da kann man nicht meckern. Und du wächst jetzt mal gefälligst. Damit das klar ist. Du blödes Huhn. Gut. Dann können wir uns dann noch eine schöne Zuschauerkabine einrichten. Das wird großartig. Ne? Findest du auch. Wir brauchen vielleicht auch noch mehr als einen Dropper. Hopper, meine ich. Entschuldigung. Naja. Wir werden sehen. Ich auf jeden Fall bin jetzt erstmal raus. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und für diese kleine Anlage und diese Apparatur ist doch ein Däumchen nach oben drin, oder? Ist doch ein Däumchen nach oben drin. An alle Vegetarier unter euch und Veganer, den Hühnern passiert gar nichts, ne? Die dürfen hier schön schwimmen im Wasser und später dürfen sie schön wachsen, unter Freunden aufwachsen und werden ein schönes Leben haben. Und wir werden nur Tiere essen, die eines natürlichen Todes sterben durch Feuer. Gut, dann vielen Dank und bis dahin. Tschüss.
Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Oh, Minecraft. Und wir stehen hier vor dem Hühnertöter 3001. Nein, ist natürlich alles tierfreundlich. Wie gesagt, diese Hühner werden eines natürlichen Verbrennungstodes sterben. Und hier haben wir jetzt 5 Hühnerchen drin. Warum? Dieses eine Huhn, was wir in der letzten Aufnahme hier reingeschmissen haben, ist gewachsen, hat ein Ei gelegt, ein einziges, während ich offscreen was gemacht habe. Was ich gemacht habe, sage ich euch gleich. Und ich habe dieses eine Ei geworfen und es kommt ja mit einer 2%igen Chance oder so, kommt gleich 4 Küken raus und ist genau das, was passiert. Super nicer Zufall gewesen einfach. Fand ich richtig awesome. So, wir werden uns heute weiterhin um die Hühner kümmern, aber zuvor zeige ich euch mal, was ich offscreen gemacht habe. Das war nämlich doch ein bisschen was. Um euch das mal zu zeigen, werden wir erstmal schlafen gehen, denke ich. Und danach zeige ich euch das, was ich gemacht habe. Es war nicht so super viel, waren nur 1, 2, 3 Kleinigkeiten, die ich gemacht habe. Das zeige ich euch jetzt aber gleich. Wie gesagt, erstmal machen wir es wieder Tag. Ich hätte ja mal dran denken können, als ich hier Offscreen gemacht habe, nochmal zu warten, bis es Nacht wird und nochmal zu schlafen. Aber habe ich nicht dran gedacht. Ja. Wie dem auch sei, es ist einfach so krass. Ich habe so Bock auf Minecraft zurzeit. Ich habe so viele Ideen, was wir hier alles machen können. Ich würde am liebsten alles gleichzeitig machen. Dabei müsste ich die anderen Sachen auch alles aufnehmen. Hier Octodad und Pokémon und noch mehr Pokémon. Also Smaragd und Arena Battle und alles. Alles müsste ich machen. Und ich habe auch so viel Bock auf so viele andere Spiele noch, die ich gerne machen würde. Aber was mache ich? Ich nehme Minecraft auf. Aber hey, was kostet schon die Welt? Was? Das ist der Preis für die Welt, Alter? Gut, dann nehme ich einen Erdbeershake, bitte. Na. So, wie gesagt, ich habe Oscar ein bisschen was gemacht. Einerseits, wir gehen mal ganz kurz hier nach oben. Habe ich hier was hingestellt, nämlich ein Meteoritenabwehrsystem. Eins von zweien. Also ich habe hier eins hingestellt und noch eins. Ist momentan noch nicht aufgeladen. Man kann die hier noch verstärken mit diesen roten Meteoritenkristallen. Momentan nur 64 Blöcke Reichweite. Ich weiß aber nicht, ob das Radius ist oder ob das der Durchmesser ist. Ist aber auch egal, das reicht erst einmal. Weil nachdem der Komet da hinten eingeprügelt ist, habe ich mir gedacht, Alter, was wäre gewesen, wenn der Komet hier eingeprügelt wäre? Das ganze Feld wäre im Arsch gewesen. Oder bei den Tieren, die ganzen Tiere tot. Das wäre scheiße gewesen, aber scheiße hoch 3. So, dann habe ich da hinten das Meteoritenloch zugemacht. Das war ja, haben wir in der letzten Aufnahme ja entdeckt, dass hier hinten ein riesen fettes Loch drin gewesen ist. Von den Meteoriten. Und da habe ich mir gedacht, das mache ich mal eben gerade zu. Wir können mal ganz kurz hier irgendwo reinbuddeln. Da unten sehen wir es noch. Den ganzen Meteoritenscheiß. Habe ich einfach mal zugemacht. Die Kuh ist immer noch da. Das ist sehr schön. Da freue ich mich am meisten drüber. Und dann habe ich noch ein weiteres Meteoritenabwehrsystem aufgebaut. So ein Meteoritenschild. Und zwar hier in dieser Region, damit hier nichts bei den Hühnern oder bei der Smeltery oben einprügelt. Und zwar habe ich das aufgestellt hier irgendwo. Irgendwo. Da. Da habe ich es hingestellt. Genau, auch noch nicht aufgeladen, aber sollte auch erstmal passen von der Reichweite her. Ja, das habe ich offscreen mal eben gemacht. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit gemacht, und zwar habe ich hier ein Buch mit Feder gemacht, wo ich ein paar Sachen hingeschrieben habe, was wir noch machen wollen. Ein Leuchtturm hinter der Brücke, unsere Brücke, die wir da hinten gebaut haben, dahinter, wo der kleine See ist, den wir zumachen wollten. Ein Chemielabor beim Steg, bei Steg. Da meine ich hier diesen Eingang, hinter dem Wasserfall. Dann Räume für Erzbüsche in dem Tunnel, das ist der Tunnel, den ich hier meinte, der vom Haus zum Leuchtturm führen soll. Und allgemein später alles Mögliche verbinden soll. Die Scheune bei den Tieren, natürlich auch. Wegbeleuchtung, das Haus einrichten und eine Brücke zum Fichtenwald. Und zwar der Fichtenwald in diese Richtung da hinten. So, genau, das Buch habe ich gemacht. Da schreiben wir jetzt immer so ein paar Sachen rein. Beziehungsweise ich schreibe da so ein paar Sachen rein, die ich gern machen würde. Wo ich Ideen habe, die ich nicht vergessen möchte. So, jetzt werden wir uns aber weiter um die Hühnerchen kümmern. Das eine Huhn müsste ja fleißig Eier legen. Ja, fleißig ist auch relativ. Wir müssen jetzt da unten einerseits das Zeug alles wegbuddeln. Dann müssen wir da unten einen Raum bauen. So. Genau, wir haben jetzt hier halt alles Mögliche an Crampel. Dann können wir ja mal hier lang gehen. Hier dürfte das Wasser ja nicht sein. Genau. Wahrscheinlich ist es sicherer, wenn wir erstmal so machen. So. Wir buddeln mal das ganze Zeug hier ab gerade und bauen uns erstmal einmal drumrum, damit wir die Größe haben von dem Dings oben.
So, und hier geht's wieder raus. Genau, da war die Fackel. Sauber. So, da ist die Kiste mit den Eiern später. Wie kommen wir nach unten? Das ist auch noch eine Frage. Machen wir uns eine richtige Treppe? Machen wir uns einfach eine Leiter? Ich bin einfach für eine Leiter, muss ich sagen. Hier müssen wir später nochmal hin. Hier hin. Aber hier können wir schon mal zumachen. Wir brauchen unbedingt Cobblestone. Ich glaube, das holen wir uns jetzt erstmal zuerst. Cobblestone. Das holen wir uns jetzt erstmal zuerst. Dann nehme ich mir mal das Warp-Book. Und da warp ich mich ganz kurz mal zu dem Enderman-Spawner, wo wir wieder Schaden kriegen, natürlich. Was aber gar kein Problem ist. Dann nehmen wir uns den Hammer. Der. Das ist der Hammer. Das ist einfach nur der Hammer. Und dann buddeln wir uns irgendwo hin, wo es Cobblestone geben könnte. Und zwar am besten in irgendeine Wand einfach mal rein gerade. Vielleicht einfach hier. Genau, hier buddeln wir uns mal schnell durch. Und farmen einfach mal so ein bisschen. Da war Eisen dabei, glaube ich. Und buddeln uns einfach mal hier so ein bisschen Cobblestone raus. Das kostet ja nichts. Oh, hier ist Obsidian wieder. Das ist eigentlich auch ganz nett. Wow. So, gehen wir nochmal ein bisschen in diese Richtung. Ich habe noch neue Mods installiert. Aber das war dumm. Das hätte ich nicht machen sollen. Achso, das baut es eh nicht so mit ab. Dann müssen wir das halt mal so abbauen schnell. Das Obsidian würde ich ganz gerne mitnehmen. Da bauen wir ja auch gleich recht viel von ab. Deswegen passt das eigentlich. Da können wir das einfach mal, wenn wir es hier vor der Nase schon haben, einfach mitnehmen. Und da ist so ein Netherraum. Das ist okay für mich. Mann, ich will nicht immer... So, gib mir mal das. Guck mal, hier geht's doch anscheinend in eine relativ normale Höhle rein. Oder auch nicht. Nehmen wir uns hier aber noch ein bisschen Kobbel mit. Nehmen wir uns hier noch so ein bisschen. Da ist auch schon wieder nichts. Ah. Ah. Haben wir nicht hier irgendwo eine ganz normale Wand, wo es in eine ganz normale Höhle geht? Das wäre mal interessant. Hier vielleicht. Jetzt musste ich niesen. Entschuldigung. Entschuldigung. Wollte ich so nicht. Gehen wir einfach mal hier in diese Wand rein. Da ist auch eine Höhle dahinter, natürlich. Wie könnte es auch anders sein? Da haben wir Lapis Lazuli. Das können wir auch mal mitnehmen. Sehr gern sogar. So, nehmen wir das alles mit. Wie viel Cobblestone haben wir jetzt? Ja, doch ein paar Stacks. Das passt. Das soll uns erstmal reichen. Gehen wir nach Hause zurück. Wow. Das ist aber auch immer tricky. Und packen erstmal das Buch weg. Packen erstmal den Hammer wieder weg. Das brauchen wir alles gerade nicht. Zumindest jetzt im Augenblick nicht. Und jetzt können wir hier ganz gemütlich... Haben wir den Chisel dabei? Ja, natürlich haben wir den Chisel. Chisel mal Nizzle dabei. Wir brauchen aber sicherlich noch einiges anderes, wie zum Beispiel auch Gold. Da gieße ich mir direkt mal ein paar Blöcke raus, Gold. Das werden wir nämlich auf jeden Fall noch brauchen. Und Glas auch. Geschmolzenes Gold. Davon nehme ich mir mal 3 Blöcke einfach. Und Glas nehme ich mir auch mal mit. Dafür lasse ich mal das hier. Vielleicht können wir auch die Kohle mal hier lassen. Das Obsidian, Netherziegel. Das brauchen wir alles gerade tatsächlich nicht. Auch das Lapis Lazuli nicht unbedingt. Gold, Gold, Gold. Das mache ich mir direkt zu Barren. Dann haben wir 27 Stück. Das soll uns eigentlich erstmal reichen. Also eigentlich. So, dann gehen wir zurück zu den Hühnern, wo wir ja eigentlich sowieso gerade beschäftigt waren. So, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Wir brauchen Leitern. Leitern. Wie viel brauchen wir denn? Weiß kein Mensch. Machen wir vielleicht erstmal, das wird nicht reichen, glaube ich, oder? Es sind nur 6, das reicht natürlich nicht. Machen wir uns noch ein paar. Wenn wir nicht alle brauchen, ist ja auch egal im Endeffekt. So, 12 Stück. Ja, ihr guten Hühnerchen. Ist doch nett. Genau, den Chisel brauche ich jetzt. Damit wir hier endlich mal vorankommen. Ja. So, dann chiseln wir uns erstmal ein bisschen Cobblestone zurecht. Und zwar hatten wir kein Cobblestone gechiselt. Verdammt. Wir hatten Cleanstone gechiselt. Kein Cobblestone. Ich Idiot. Jetzt habe ich die Kohle nicht mit. Also nochmal zurück zum Haus. Das läuft. So, wieso ist das Lied denn hier so super leise? Mach mal das nächste, bitte.